Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kettenbrief, den ich jetzt nach 2 Monaten endlich mal beantworte. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen länger gebraucht habe. Naja. Nein, nicht 3. Die Mad Cat zockt es auch dabei. Die sagt gerade, es wären 3 Monate, aber das halte ich für ein Gerücht. Na gut, vielleicht sind es 3 gewesen. Na, hau raus, erste Frage. Ich werde ein So, paar bist du Enderkillen soweit? Wir sind nebenbei. bei Wer wird Millionär? Ja, Ja, was ja. kann ich was gewinnen? Nee. Arschtritt Ah. kannst du gewinnen. Scheiße. Okay, erste Frage. Wie Einfach. bist du auf YouTube gekommen? Ja, indem ich erstmal YouTube geguckt habe, ne? Und dann die ganzen Let's Plays vom Herrn Gronkh und Herrn Sarrazar und so. Frau Alles. Sarrazar. Frau Sarrazar, ja, Sarrazar. Wo ich den andere Let's Player gesehen habe, wie sie das machen. Das fand ich auch ganz toll. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das kannst du auch. Und ja, jetzt bin ich auf YouTube, ne? Jo. Das, ja, so ist das. Du brauchst jetzt Ja. keinen Joker. Super. Fragen wir die zweite Frage. Ah. Wie bist du YouTuber geworden? Ich würde sagen, Frage 1 beantwortet das schon ganz gut. Also würde ich mal sagen, lassen wir die mal weg, ne? Eigentlich doppelt gemoppelt, Oh ne? Gott. Chunk Loading Also Failure. sollen wir weglassen. Also siehe erste Ja, Frage. höre erste Frage, genau. Frage 3. Was bedeutet dein Nickname? Das hat der Brainiac schon richtig herausgefunden. In seinem Video hat er nämlich die Frage ja auch beantwortet und gesagt, es ist auf mein Kinnbärtchen bezogen. Und das ist absolut richtig. Es ist mein Kinnbärtchen. Das ist nämlich ein kleiner Zipfel am Kinn. Ihr habt euch ja real life getroffen Ja, wir haben darüber. uns auf der Gamescom gesehen, richtig. Darum war ich ja das, ne? Ja, dann Vierte weiter. Frage, schlechte Ist Erfahrungen schon auf Tag? YouTube? Fragezeichen. Eigentlich keine. Ich habe zwar mal einen Hater-Kommentar bekommen, aber ich lasse mich von sowas ja eigentlich nicht ärgern. Aber naja, eigentlich, nee, eigentlich habe ich keine schlechten Erfahrungen bisher gemacht. Durchweg positiv. Positive Energie. Positiv. Fünfte Frage, die besten Erfahrungen auf YouTube. Ja, dass ich so viele, viele, viele tolle Leute kennengelernt habe. Vielen Dank, Stone, da nochmal, dass du überall diesen Kontakt hergestellt hast, ohne dass du es vielleicht weißt, dass du das gemacht hast. Twitter ist auch eine tolle Plattform, da haben wir uns alle kennengelernt. Ja. Und dann haben wir uns auch auf der Gamescom alle Und auf der kennengelernt. Gamescom haben wir uns dann auch getroffen. Was ist das hier? Ich Zieh dir mische das jetzt mal hier rein. viel zu viel ein. Schwarze Ein Texturen. Bug. Käfer, überall Käfer. Gott. Weiter. Na, tagsüber Enderfarm ist natürlich auch schwer, ne? Na, oh. Ich dachte, das wäre schon wieder ein Chunk-Loading-Failure. Egal. Was? Welche Frage? Frage 6. Na, das üben wir aber nochmal. Ja, muss ich noch üben. Was ist denn Frage 6? Lieblingsspiel und Lieblingsgenre. Da würde ich mal sagen, ich habe ewig lange Diablo 2 und das Add-on Lord of Destruction gespielt. Und passend dazu ist mein Lieblingsgenre auch RPG. Aber Brainiac, Open-World-Spiele genieße ich auch sehr. Also GTA 5 habe ich richtig gesuchtet und ich bin immer noch dabei, den Multiplayer zu spielen. Ab und zu. Ne? Frage 7. Frage 7. Wo nimmst du deine Motivation her? Rosen. Nee, Rosen hier. Rosen, Nee, wolle Rosen. Rose Ich brauche noch kaufen? roten Farbstoff. Wolle Rose Kann ich kaufen? ganz gut gebrauchen. Wolle Rose kaufen? Meine Motivation, ja, ich denke mal, wie jeder YouTuber, einfach von den Zuschauern auch mit, aber auch von meinen Let's Player-Kollegen, mit denen ich so ein bisschen hier zum Beispiel Minecraft Sky Isolated mit denen zusammen mache. Das macht mir sehr viel Spaß. Man könnte sagen, einfach aus dem Spaß, den ich daran habe. Hobby. Ja. Ja, ein Hobby halt, ne? Ich hab halt Spaß daran und das motiviert mich. Und natürlich die Zuschauer, ne? Sind Sie Ihr seid bereit für schuld. Frage 8? Was? Frage 8. Ja, was war Frage 8? Erstes Computerspiel. Oh, da war ich mir nicht sicher. Ich glaube, es war Prince of Persia für den Amiga. Also jetzt nicht, wie viele es eigentlich auch nur kennen, dieses neue Prince of Persia mit Zeit zurückspulen und so. Nein, das war aus der 2D-Perspektive. Und
war echt ein sauschweres Spiel. Du sagtest Amiga, ne? Für den Amiga, ja. Waren die Frage nicht auf Computerspiel oder auf. Was ist der Amiga? Es ist ein Computer. Ja, aber auch auf andere Konsolen. Nee, das ist. Weiß ich nicht mehr. Konsolen, ich glaube, Sonic auf Konsolen. Aber das erste Videospiel, also Computerspiel, war Prince of Persia damals. Man muss dazu sagen, Prince of Persia. Damals, das wurde Pixel für Pixel gezeichnet, jede Bewegung von jedem Charakter. Deswegen sah es damals schon sehr organisch aus, dieses Spiel. Auch wo es, auch wenn es aus den 80ern oder 90ern, Anfang 90er ist, weiß ich nicht mehr. Es war noch 80er. Ich glaube auch. Das haben sie mal bei Game One gezeigt. Oh, was ist denn hier los? Mann, ist das lange her. Chunk Loading Failure. Wenn ich da jetzt reingehe, stürzt es ab. Wir sind jetzt bei Frage 9. Wie viel Zeit verbringst du mit YouTube? Zu viel. Nein, Quatsch. Ich schätze mal so ein Stündchen am Tag vielleicht. Manchmal mache ich aber auch gar nichts, wenn ich so Videos vorbereitet habe und YouTube sage, er soll sie dann und dann rausbringen. Dann gönne ich mir auch mal, eine Ruhezeit. Ja, Aufnahmen. Aber so im Schnitt schon eine Stunde am Tag vielleicht. Könnte man sagen. Mehr. Manchmal auch mehr, aber manchmal halt auch weniger. Deswegen im Schnitt eine Stunde, würde ich mal behaupten. Ne? Wo sind wir? Frage 10. Welches Spiel hat dich emotional am meisten mitgenommen, beziehungsweise hat dich berührt? Dazu muss ich sagen, das Spiel habe ich nicht selber gespielt, aber bei irgendeinem Let's Player habe ich es gesehen. Walking Dead, wo Clementine, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, erschießen musste. Und es war also ein bisschen die Vaterfigur auch für sie. Glaube ich. Da haben wir beide geweint. Und geweint habe ich jetzt nicht. Ich habe die Tränen weggedrückt, weil ich bin ein Mann, hey. aber ich war schon echt den Tränen nahe, wirklich. Also dieses Spiel, das ruft echt Emotionen in einem heraus. Nein, ich habe nicht geheult wie ein Schlosshund. Soll ich das Schaf töten? Nein, tu's nicht. Soll ich es mit einer Feder kitzeln? Das ist eine gute Idee. Ich kitzel dich. Nein, du kitzel das nicht. Du tust ihm weh. Oh, mit einer Feder, ich mit bitte dich. Mit einer Feder. Na mit gut. Einem Teebeutel wollte ich gerade sagen. Teebeutel. Da hätte ich es nicht schwarzgünd gemacht. Dafür brauche ich noch Knochenmehl. Naja. Nächste Frage. Wie findest du weibliche Let's Player? Weibliche Let's Player, ja, Also ich find farbig auch besser als monochrom, von daher, ja, ganz gut. Ich fand es auch früher schon lustig, also jetzt nicht auf Let's Playerin bezogen, aber auf allgemein Gamer Girls, wenn sie im TS erschienen sind, waren alle Männer erstmal auf einmal ruhig. Sie waren ganz perplex. Oh, hör mal, da ist ein Mädchen im TS. Oh, was machen wir da, was machen wir da? Insbesondere bei World of Warcraft war das oft, weil da hat man auch, mit Leuten gespielt, mit denen man eigentlich gar nicht kannte, weil man musste in Instanzen ja auch miteinander kommunizieren. Ein Mädchen. Ja. Da war man dann überrascht. Oh, da ist ja ein Mädel. Also mir hat es nie was ausgemacht. Also, Pubertäre Jungs. Ja. Ach ja, ich muss ein bisschen weiter herkommen. Wo war eigentlich mein Zuhause? Scheinmonig. Wir sind bei Frage 12. Was ist dein Lieblingsspielecharakter? Also ich fand Dante, den alten Dante, nicht den neuen Dante, immer ganz cool. Du meinst nicht den jungen Dante, sondern den älteren Dante. Ja, genau. Der weiß, schneeweiß Haar. Der mit seinem schneeweißen Haar, ja. Und Sonic. Den fand ich gut. Da fällt mir ein, ne? Kann ich ja mal nebenbei erzählen, dass sie Mundus, die Stimme von dem Märchenonkel von Little Big Planet genommen haben. Das hat mich verstört. Das hat mich ohne Witz verstört. Aber naja, das können jetzt auch nur Leute nachvollziehen, die Little Big Planet und Devil May Cry 5 gespielt haben. Ja. Aber naja. Das ist gar nicht so schlimm. Na, du warst aber auch kein Little Big Planet Fan. Von daher, ne? Hat es für dich auch eine andere Bedeutung. Ich bin ja auch nicht dieser Baukastentyp. Nee, du bist nicht der Baukastentyp, das stimmt. Wir schweifen schon wieder ab. Tun wir das? 13, größte Spieleenttäuschung.
Das war ein DLC für Dungeon Defenders. Das hat mir sogar das ganze Spielerlebnis kaputt gemacht, weil es sollten eigentlich viele, viele tolle Neuerungen mit dem letzten Teil eines DLCs kommen für Dungeon Defenders, auf der PS3 allerdings, nicht auf dem PC. Und es kam einfach in Europa nicht, weil es den Qualitäts... die Qualitätssicherung von Sony Europe nicht überstanden hat. Und da hat sich auch die Firma Trendy Entertainment niemals die Mühe gemacht, diese Probleme zu beheben. Mehrere Wochen hast du dich. Und ich habe geflucht, ich habe versucht, eine Petition zu starten, dass sie dieses DLC doch nochmal bitte überarbeiten wollten. Ich habe Leserbrief geschrieben an Game Reactor, der sogar veröffentlicht wurde. Ich habe mich aufgeregt wie ein, ja, weiß ich auch nicht, wie ein Hater. Ein Superhater. Ich war der Superhater. Aber echt. Aber nur mit konstruktiven Beiträgen. Ich merke gerade, dass ich hier nur Scheiß mache in Minecraft. Weiter? Ja. 14. Frage, erste Spieleplattform. Meine erste Spieleplattform war, denke ich, ein Master System. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich, weil ich das zu Weihnachten bekommen sollte, danach gesucht habe und es auch gefunden habe. Und dann so aufgeregt war und einfach nur diese Verpackung in den Arm hielt und es dann wieder schnell versteckt habe, weil meine Eltern sollten ja nicht wissen, dass ich es gefunden habe. Ja, und das weiß ich jetzt noch. Meine Güte. Wenn deine Mom das hören würde. Ja. Du, die würde noch mit mir schimpfen, ja. Was hast du früher gemacht? Ja. Gibt's ja nicht. Ja. Ich habe wieder schwarze Texturen. Ah, okay. Frage 15. Was vom möchtest Brainiac. Du auf YouTube erreichen? Den Weltfrieden. Ich setze meine Ziele immer klein. Das ist klein? Ja. Nein, im Ernst. Eigentlich will ich nur Spaß haben. Spaß haben, wie viele Menschen im Leben. YouTube-Money-Haters. Ja, und ich, und reich werden. YouTube-Money-Haters und so. Nein, Quatsch. Nur Spaß haben. Ich Spaß haben reicht mir. Ich möchte auf der Gamescom ein VIP-Ticket haben. Oh, und auf der Gamescom ein VIP-Ticket wäre natürlich geil, ja. Aber wir sind ja keine Spieleredakteure. Nein, leider nicht. Nee. Ja. Wäre aber cool. So, kriegen dann... Kriegen das nur Spieleredakteure? Nein, weiß ich auch nicht. Leute, die was damit zu tun haben. Haben wir da nichts mit zu tun. Also wenn wir jetzt... Im geschäftlichen Sinne damit zu tun haben. Ne? Wenn du jetzt Erfolg damit hättest, hättest du doch geschäftliche Weise. Ja, natürlich, klar, hast du recht. Ja, kommt Leute, abonniert mich. Ich will auf Gamescom VIP sein. So, und jetzt kommt deine Frage. Die musst du selber sagen. Aber die ist jetzt an wen ist sie? Die nächste Frage geht an die Kathi Reschbeck. Die wird nämlich nominiert für den nächsten Kettenbrief. Hast du vor 2015 zur Gamescom zu gehen? Ich weiß nicht, ob wir das nicht sowieso schon gefragt haben. Ja, vielleicht. Aber naja, vielleicht möchten das andere ja auch noch wissen. Ja, nein, vielleicht. Bitte ankreuzen. Ja. Also Kathi Reschbeck ist nominiert. Okay. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken, was würde die Kathi wohl antworten auf die nächsten 16 Fragen? Ja? Da hat sie die 17. Frage. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sie wohl zu YouTube gekommen ist. Ich denke mal, das ist der gleiche Grund wie... Alle anderen. Wie alle anderen. Sie hat Let's Plays gesehen und dachte sich, hey, kann ich auch, mache ich, ne? Und so ist sie dann natürlich auch zur YouTuberin geworden, ne? Ja, das wäre dann sogar schon Frage 2, die beantwortet ist. Ihr Nick, was könnte ihr Nick bedeuten? Das ist schwer. Ich weiß nicht, ob sie das nicht auf der Gamescom verraten hat. Ich weiß es nicht. Nee, ne? Re-Speck. Ja, das Re und Speck. Speck, also ein Reharsch. Kathi Reharsch. Andere Bedeutung für Bacon. Speck. Speck. Ja, ich weiß ich auch nicht. Kathi Reharsch. Ich weiß es nicht. Rehhintern. Das war jetzt nicht beleidigend gemeint, ne? Weiß Bescheid. Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ihre schlechteste Erfahrung auf YouTube. Ich bin jetzt nicht ihre Kommentare durchgegangen, ob da mal irgendwas Fieses drin war. Wahrscheinlich, aber ich denke mal, es hat auch was mit den Kommentaren zu tun. Könnte damit zu tun haben. Ich halte mich da raus. Und beste Erfahrung auf YouTube. Uns zu treffen. Uns zu treffen, ja genau. Uns zu treffen. Das war Sehen bestimmt deine beste Erfahrung, die du durch YouTube erhalten hast. Lieblings-
Game und Lieblingsgenre. Also sie spielt auch Minecraft, aber ich glaube nicht so gerne. Sagen wir einfach mal Ferien auf dem Reiterhof. Okay, Ferien Barbies. Auf dem Reiterhof. Ja. Barbies Urlaubserlebnisse oder wie der Scheiß weiß. Mann, ich mische mich da ständig ein. Ihre Motivation. Ja, denke ich auch, wie viele andere YouTuber. Es klingt jetzt wie runtergeleiert, aber es ist, glaube ich, auch einfach so. Einfach von den Zuschauern. Und vielleicht auch von anderen Let's Playern oder von Leuten, die sie dadurch kennengelernt hat. Erstes Computerspiel. Sie ist ja nicht so alt wie ich. Vielleicht war es... Super Mario World? Ach, so gut, das SNES ist auch schon alt. Ich würde eher sagen, so PlayStation-Generation. Vielleicht war es Crash Bandicoot. Gut. Kann sein. Möglich. Spyro. Ist möglich. Oder Spyro, genau. Ja, welches Spiel sie am meisten emotional berührt hat? Das war hundertprozentig Minecraft. Mit seiner tollen Storyline. Das haut einfach jeden weg. Da kann man ja nicht anders. Wie sie weibliche Let's Player findet. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das unter Let's Playern ist. Let's Playerin ist. Ob es da vielleicht so einen Zickenkrieg gibt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wirklich nicht. Ich denke mal, sie hat nichts gegen andere weibliche Let's Player. Ihr Lieblingsspielecharakter. Ich sag einfach mal Mario, weil einfach wegen seiner Popularität. Ich sag mal Mario. Und er hat eine süße Knollnase. Ne? Größte Spieleenttäuschung. Ferien auf dem Reiterhof 2. Ja, würde ich mal drauf tippen. Erste Spieleplattform. Ich könnte mir vorstellen, dass sie einen Gameboy hatte vielleicht. Ja, einen Gameboy. Das ist möglich. Vielleicht so einen gebrauchten irgendwoher. Obwohl, sie ist ja eigentlich ein bisschen älter. Vielleicht ein Game Boy Advanced oder sowas. Was kleineres. Oder vielleicht schon ein Nintendo DS vielleicht. Könnte sein. Oh, das würde mich ja interessieren. Wie bist du auf deinen Nickname gekommen? Ja. Die Frage, da bin ich echt gespannt, was du dazu sagst. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich nix weiß. Ne, Quatsch, ich hab mich in der Zeile verrutscht. Erste Spieleplattform war die letzte Frage. Was war nochmal die Frage 15 von Brainiac? Ach so. Nee. Wo? Moment, ich finde gerade nicht. Ich muss erstmal auf den Zettel zurechtkommen. Aus Versehen, wir hatten das auf dem Zettel geschrieben. Was möchtest du auf YouTube erreichen? Ach, deswegen bin ich so durcheinander. Ja, wir sind durcheinander gekommen vorhin. Ja, was möchtest du auf YouTube erreichen? Sag bitte den Weltfrieden, das wäre cool. Das wäre echt cool. Komm, wir schaffen das. Wir, unsere kleine YouTube-Community hier, wir machen den Weltfrieden. Ach so, und dann wollte ich noch, hast du vor, zur Gamescom zu gehen? Habe ich schon zu fragen. Du kommst bestimmt. Doch, ich glaube schon. Und ich meine auch, wir hatten darüber gesprochen. Ich bin mir nur nicht mehr sicher. Naja. So, und das war's dann auch schon mit dem Kettenbrief. Entschuldigung, dass ich hier bei Frage Minecraft... Kommt von ihr. Ach ja, die 17. Frage. Kommt von ihr. Ja, genau. Du musst die 17. Frage dir noch ausdenken. Genau. Da bin ich auch gespannt, was da kommt. Ich bin ja vorhin durcheinander Gut. gekommen. Tut mir leid, dass ich jetzt die letzten paar Minuten hier nur auf den Dschungel geschaut habe. Aber ich musste den Zettel kurz halten. So, und das Schwein, das verschonen wir nochmal. Ne? Ich schenke dem Schwein eine Rose. Bitteschön. Nur für dich. Speck und Rose. Oh, Rose Speck. Rose Speck. Genau. Ja, ich danke euch, dass ihr zugesehen habt. Und dann guckt ihr unten in der Verlinkung. Da sind schon die anderen Let's Player, die diesen Kettenbrief gemacht hatten, wo der schon überall gelandet ist, wo der gestartet ist.
Ja, und dann bin ich gespannt, was die Kathi dazu sagt. Tschüss. Willst du nicht auch noch Tschüss sagen? Ach, Mad soll Cat? Ich noch Tschüss sagen? Ja, natürlich. Ich versuche mich die ganze Zeit rauszuhalten. Eigentlich ist das eine Sache. Erzähl. Ciao, ciao. Bye.